Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme vom FM22 beim 1. FC Kaiserslautern, wo die Woche der Verhandlungen, der Vertragsverhandlungen stattfand und überraschenderweise auch meine eigene. Und da gehen wir mal auch direkt mit rein. Ich habe den Vertrag nämlich verlängert und zwar bis 2029, das heißt noch ein weiteres Jahr erstmal unterschrieben. Ich bin ja immer jemand, der gerne dann auch andere Optionen sich vielleicht offen hält, wobei ich ja gesagt habe, mit dem neuen FM23, der ja dann irgendwann kommen wird, wird es wahrscheinlich eher da weitergehen. Aber trotzdem erstmal ein Jahr verlängert. Ich habe bisher 6.000 verdient, jetzt verdiene ich 8.500. Ja, da ist mir eigentlich auch nicht immer so wichtig, weil umso weniger Geld ist natürlich für die Mannschaft zur Verfügung eigentlich, ne? Also hat man ja, glaube ich, nicht ganz so viel von. Aber gut, ich bin schon runtergegangen, damit ich das eine Jahr durchboxe. Die wollten nämlich um weitere 2 Jahre verlängern. Von daher, ja, schauen wir mal an. Also ist auf jeden Fall bin ich dort weiter unter Vertrag. Dann habe ich Muamorovic einen neuen Vertrag angeboten. Sieht man das eigentlich hier gerade aktuell bei den Verhandlungen? Ne, sieht man nicht. Muamorovic war was? Ich kann es gar nicht mehr hier finden, nämlich. War das nicht noch danach? Ich gucke mal kurz noch. Da, Vertragsempfehlung, das war's, genau. Muamorovic und Vita habe ich jeweils einen Vertrag angeboten, jeweils für 3 Jahre nochmal zu verlängern. Beide auch zum Beginn der neuen Saison, damit uns dort die Kosten nicht so reinhauen. Das war ja mir auch immer ganz wichtig. Schauen wir mal, wie die beiden sich entscheiden. Dann gab es noch ein 0 zu 0 in der Liga. Erstmal ein 0 zu 0 in der Liga gegen Pirmasens, genau. Und das war ja sogar das Spitzenspiel. Also von daher haben wir uns gegen den Tabellenzweiten hier auswärts ganz gut durchgesetzt. Mich hat gewundert, dass Bangura allerdings nicht von Anfang an gespielt hat, sondern nur auf der Bank saß. Er hat ja in der zweiten Mannschaft einen sehr guten Notendurchschnitt, hat 7 Tore erzielt und ja, ist da nicht berücksichtigt worden. Deswegen habe ich im anderen Spiel jetzt gesagt, er soll auf jeden Fall spielen. Ich hoffe, dass das dann auch so umgesetzt wird. Die U19 hatte ja auch noch Spiele, glaube ich. Ja, hier unten sehen wir schon, nämlich einmal mit einem 4 zu 2 gegen Türkgücü München und dann gab es schon wieder ein neues Spiel. Deswegen gehen wir jetzt auch mal wieder hoch. Dann sind wir nämlich auch schon fast durch. Wobei, ja, gut, das U19-Spiel zeige ich euch noch und dann gehen wir noch einmal kurz Statistiken durch. Hier ist nämlich der zweite Sieg der U19 mit 3 zu 0 gegen Stuttgarts U19. Deswegen sind wir jetzt aktuell auf Platz 4 nach 18 Spieltagen. Blick weiterhin nach oben. Aber was ich euch noch zeigen wollte, gut, Van den Bosch hat sich leicht verletzt. Ist aber jetzt eher Ersatzspieler. Aber ich wollte einmal mit euch die monatlichen Berichte des Leistungsassistenten oder wie heißt der Analysten durchgehen. So, was bei uns so ist. Ballbesitz sieht bei uns so aus, dass wir Ballverluste pro Spiel relativ wenige haben. Ballgewinne pro Spiel sind wir so im Mittelfeld von allen, ne? Also das ist auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall haben wir nicht so viel Ballverluste, obwohl uns das manchmal im Spiel anders vorkommt. Die Offensivarbeit, wenn man mal sieht, wir sind das Graue. Also Schüsse pro Tor wahnsinnig mehr, Schüsse aufs Tor auch mehr, Dribblings pro Spiel mehr, die angekommenen Flanken ist natürlich eine sehr große Stärke von uns, liegt bei 30%, ist aber auf jeden Fall deutlich besser wie in der Liga, da liegen die nur bei 25%. Die Passquote ist ebenfalls besser, die erlittenen Fouls pro Spiel sind ein bisschen weniger, das erlittene, also insofern und ist das ja auch okay, ne? Und Tore pro Spiel liegen bei 2,33, das ist auch gut. Allgemeine Leistungen. Das ist letztendlich das, was wir gerade gesehen haben. Mehr oder weniger Passquote sehen wir hier noch bei 88%. Die Zweikampfquote ist auch besser als in der Liga. Also wir stehen ja nicht umsonst da oben als Tabellenführer. Die Effizienz im Angriff, wenn man jetzt mit den Chancenverwertungen sieht, dann sind wir eigentlich das drittbeste Team der Liga. Sind wir also relativ eiskalt. Wenn man jetzt den Balken nach oben sieht, die Schüsse pro Spiel sind wir auch am zweitmeisten. Bielefeld hat da am meisten. Also von daher liegen wir, was das Offensivspiel angeht, sehr gut. Und was die Pässe angeht, wenn man die Passquote sind wir jetzt auch hier. Da ist Heidenheim und HSV sehr stark, aber wir sind sicherlich im oberen Drittel. Und dann, was die versuchten Pässe pro Spiel angeht, da sind wir ja auch so im Mittelfeld. Also ist letztendlich alles recht gut. Dann kommen wir zum Spiel, nämlich unserem Spiel gegen Dynamo Dresden. Matanovic und Zimmer sind einsatzfähig, wobei Zimmer noch nicht wieder trainiert hat. Den würde ich jetzt nicht spielen lassen. Da gehen wir aber gleich mal hin, weil Dynamo Dresden ist natürlich ein starker Gegner. Ist Dritter in der Liga. Drasche oder wie er auch heißt, hat 10 Tore geschossen. Kader 6 vorbereiten. Rundungen. Ja, wir gehen mal direkt hier ins Datencenter, wie es hier aussieht. Die spielen ein Tiki-Taka-System in einem 4-2-3-1. Pressender Stürmer, Flügelspieler.
Und dann schauen wir uns auch noch an, wie sie insgesamt auftreten. Riskant in der Spielweise und häufiges Pressing. Ja, Erster gegen Dritter, sicherlich das Spiel, oder ein, das Topspiel des Spieltages. Am Freitag hat es keine Spiele gegeben, insofern sind jetzt hier die Samstagsspiele die ersten von diesem Spieltag. 29.172 Fans. Ich denke mal, dass die Dresdner da wieder ein bisschen mehr Leute mitbringen. Wenn das so eingespielt ist, wie es auch in Realität ist, würde das dann auf jeden Fall so Sinn machen. Jetzt arbeiten wir mal kurz direkt die Spieler sozusagen. Na, ihn wollen wir nicht pressen, das mag ich nicht. Und dann schauen wir uns mal an. Wie gesagt, ich habe mich letztendlich für Treu statt für Zimmer entschieden, der laut Fitness-Tabelle wieder fit ist, aber er hat noch nicht trainiert. Würde in 4 Tagen erst wieder ins Training gehen. Hatte auch ein relativ schlechtes letztes Spiel. Lassen wir ihn mal draußen. Ansonsten auf ein Zimmer setze ich, definitiv. Aber Treu hat das in Vertretung sehr gut gemacht, weil er jetzt zuletzt auch rot gesperrt ist, dementsprechend fit. Wird also spielen. Schmadtke und Rebinger. Rebinger hat ja gut aufgedreht in der zweiten Halbzeit gegen Wiesbaden, auch wenn es jetzt nicht mehr geklappt hat. Und im Sturm lassen wir unseren Stammsturm mal spielen, werden auch taktisch da jetzt nichts anderes machen. Ich denke, da gehen wir weiter auf unser System, was uns zum Tabellenführung gebracht hat. Und individuell werden wir dann vielleicht was ändern, wenn das Spiel das nötig macht. Robin Dutt, der ehemalige Bochum-Trainer, ist bei Dresden hier nun Trainer. Ja, wir sagen das mal mit der Revanche, weil wir sahen ja, dass wir relativ häufig gegen Dresden verloren haben. Insofern mach so weiter im letzten Spiel. Und deshalb wollen wir das mal so angehen. Ob uns das dann nochmal zusätzlich motiviert, werden wir sehen. Wir spielen in Rot von links nach rechts gegen Dynamo Dresden. Die 1 gegen die 3. Für uns natürlich auch wichtig, diese Niederlage gegen Wiesbaden, 4:3 verloren, okay, aber dass wir die wettmachen. Wir sind immer noch Tabellenführer, immer noch mit 5 Punkten Vorsprung aktuell, aber es ist natürlich, 4 Punkte sind es eigentlich nur, weil der zweite gerade noch gar nicht spielt, aber trotzdem wollen wir natürlich da dranbleiben, ist ja klar. Oh, Latte von Dresden. Nun mal mit einer Ecke. Rebinger wird sie schießen. Warum nicht Treu? Kann das Rebinger noch besser? Hat bei Treu ja recht gut funktioniert. Von daher, Marocki schon mit Gelb. Da müssen wir gleich reagieren. Ui, Rebinger versucht. Broll hält. Sehr guter Versuch. Und Kiprit mit der nächsten Versuch. Wir nähern uns chancentechnisch jetzt mal an, nachdem erstmal mehr von Dresden zu sehen war. Vita, ui, da flutscht der Ball durch. Sehr schön kombiniert, der Schuss von Schmadtke allerdings nicht so gut. Schmadtke übrigens neben Majetschak und so ein paar Spieler habe ich mal trainingstechnisch motiviert, wenn sie denn gut gespielt haben, die ihre Moral nicht ganz so stark haben. Wer hat Gelb gesehen? Schmadtke. Um die mal ein bisschen wieder auf Form zu bringen, wenn es denn klappt. Hier ist Schmadtke mit dem Pass auf Monticelli, der ist aber zu spitz, der Winkel. Deswegen wird nochmal kombiniert und dann war es irgendwo abseits. Wer denn? Monticelli stand im Abseits, okay. Osnabrück führt 1-0 in Nürnberg und Bremen führt 2-0 gegen St. Pauli. Die Bremer sitzt aktuell Zweiter. So heimlich still und leise haben die sich irgendwie nach vorne gekämpft und gar nicht so mitgekriegt.
Super gespielt von Kibrit auf Matanovic. Ah, da hätte er vorher abziehen müssen. Aber dann der Schuss von McNulty, sein zweiter Saisontreffer. Hervorragend, wobei die Pokalgeschichte mitgezählt wird. Und da hat er getroffen gegen Wolfsburg. Aber da hätte Matanovic schon fast abschließen müssen. Hier war lange Ecke offen, ganz ruhig. Und dann haben wir ein bisschen Glück, dass der abgeblockt wird, der Torhüter nicht so wirklich wieder dasteht, wo er stehen soll. Und deswegen Garcia McNulty hat einen guten linken Schuss. Das hat er im Freundschaftsspiel auch schon bewiesen, im Pokal, wie gesagt, und jetzt zum ersten Mal in der Liga. Wir führen 1-0. Sehr gut. Das gibt Rot. Rot für Dresden. Für Wagner, genauer gesagt. Da müssen wir in der zweiten Hälfte, wir haben ja kurz wieder Pause, mal gucken, ob was wir da anders machen. Lassen die sich erstmal sortieren und mal schauen, was die in der Pause dagegen tun wollen. Auf jeden Fall für uns von Vorteil. Matanovic gut, treu gut, was die Offensivaktionen angeht. Ja, gefällt mir grundsätzlich gut. Wir haben einen Spieler mehr, das sagen wir denen mal. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Der Gegner hat auch einen Wechsel gemacht. Ne? Paul Novak ist reingekommen ins zentrale Mittelfeld hier. Deren rechte Seite, beziehungsweise unsere rechte Seite, deren linke Seite lassen sie komplett auf. Ne, unsere linke Seite, ja genau. Ist ja noch mehr für Vita möglich. Aber der steht da schon auf angreifend. Wir sagen Kiprit in dem Fall mal, dass er noch mehr angreifen soll. Und hinterlaufen links ist er eh schon eingestellt. Kann ich ihm noch irgendwas sagen? Nee, nee, kann ich nicht. Insofern bleiben wir dabei, würde ich sagen. Natürlich wäre jetzt mal eine Möglichkeit, auf kontrollierte Offensive zu stellen. Macht vielleicht auch Sinn. Das werden wir mal tun. Okay, das ist aber die einzige Änderung. Und dann hoffen wir, dass wir da jetzt relativ schnell ein zweites und vielleicht ein drittes nachschieben. Dann ist hier Ruhe. Denn wir sind auch mit zwei Spielern schon rot gefährdet. Ist immer so eine Sache. Der war nix, der Freistoß. Aber wir sind wieder dabei. Rebinger mit einem guten, ja, mit einem riskanten Pass, der leider nicht ankam, aber da ist es wieder. Jetzt Kibrit. Vita, wieder Kibrit. Wieder Vita, hin und her. Jetzt ist er aber weg. Schmatke. Und der ein bisschen gefährlicher wäre im Abschluss. Ich muss nochmal gucken, ob ich an ihm da arbeiten kann. Ich meine, dass ich das schon mal versucht hätte, das dann aber nichts brachte, aber der Spieler das auch nicht wollte. Das ist ja auch manchmal so, dass die das gar nicht wollen, was wir da trainieren. Und dann werden sie noch unglücklicher. Oder werden insgesamt unglücklicher, bei Schmadtkes Fall noch unglücklicher. Das können wir nicht gebrauchen. Jetzt mal über Treu. Und Monticelli, der es versucht, aber Breuer rettet zur Ecke. Ja, von Dresden nicht mehr was zu sehen nach der roten Karte, das ist natürlich gut. Wir müssen uns jetzt einfach nur beruhigen mit dem zweiten Tor. Aufpassen, da ist Rachal. Das war der gefährlichste Torschütze von Dresden, aber da haben wir dann doch gut noch blocken können. Trotzdem Ecke für Dynamo. McNulty klärt per Kopf. 2100 Fans sind aus Dresden übrigens mitgekommen. Dachte ich ja vorhin ein bisschen mehr wie zuletzt. Das war nicht gegen Wiesbaden, gegen wen war es denn? Da war es mal ein bisschen enttäuschend. Rebinger, jetzt auf Vita. Die Seite ist ja auf jeden Fall die, die offen ist. Und Matanovic super reingenickt. Remi Vita mit der nächsten Vorarbeit. Matanovic, 13. Saisontor inklusive Pokal, muss man nochmal dazu sagen. Bitte ändert das mal, dass man da wirklich nur die Liga sieht. Finde ich schöner. Aber schön finde ich auf jeden Fall den Angriff. Sehr gefühlvoll gechippt. Matanovic genauso gefühlvoll in die Ecke geköpft und damit
steht es hier 2 zu 0. Und ich würde gerne mal wechseln, weil ich zum einen wieder mal Tongic Spielzeit für Monticelli geben möchte und Schmadtke, der ja wie gesagt heute ein bisschen vernünftiger spielt, aber in seiner allgemeinen gelben Karte Problematik nochmal dort ein Risiko rausnehmen möchte. Das möchte ich mit den beiden Wechseln erstmal tun. Dann schauen wir weiter in der 70. Schön von Majacak auch gerettet, aber das soll Elfmeter gewesen sein. Der hat den Ball da weggegrätscht. Das wird gecheckt, aber ich hoffe mal zu unseren Gunsten. Nee, eben nicht. Der grätscht doch den Ball weg. Jetzt spricht er noch mit dem und gibt ihm gelb. Ich fasse das nicht. Ja, fast dran, aber leider nur fast. 1-2. Dresden kommt ran durch einen sehr fragwürdigen Elfmeter, aber gut. Müssen wir auch mitleben. Er wurde gegeben. Jetzt haben wir die 70. Mache ich nochmal was oder lassen wir das Ganze? Ich lasse es erstmal noch. Was war das denn? Das war jetzt nicht der beste Pass von McNulty. Schön jetzt von Rebiger. Ich wollte schon sagen, er ist nicht so viel zu sehen, aber das macht er natürlich klasse. Broll rettet trotzdem. War ein bisschen zu zentral der Schuss, aber insgesamt das Dribbling und damit die Offensivaktion sehr gut. Ecke Majacak. Tor, hätte ich fast gesagt. Nein. Momorovic war drüber. Aber auch im Abseits. 10 Minuten noch, Leute. 10 Minuten. Na, Rocky nicht nur gelb gefährdet, mittlerweile auch kaputt. Ich bringe Mühl für ihn. Aber als Innenverteidiger. Ich habe Vertrauen in dich und dann wird er auch motiviert. Aber ich sehe gerade, trotz alledem muss ich nochmal kurz auf die Dresdner eingehen. Ich will jetzt nicht, dass gerade Blaue hier oder Sané ist so eingestellt, dass der hier das Tor macht. Wir gehen auch ganz normal auf ausgewogen zurück. Den Rest würde ich aber lassen. Wir verzögern mal eben. Spielen aber noch nicht auf Zeit. Oder gar nicht auf Zeit. Spielen mit 10 Mann. Und heute kann da hinten sich ein bisschen Zeit lassen, aber ansonsten sucht weiter die Lücken, dass wir vielleicht noch das dritte machen. Oder es zumindest halten. Es sind noch 10 Sekunden quasi offiziell. In der auch kein Angriff mehr zustande kommt. Wir gewinnen 2-1 gegen Dresden. Hatten natürlich mehr Chancen auf mehr, ganz klar. Mal kurz gucken, der Torhüter von Dresden 7,2 hat ein paar ganz gute rausgeholt, klar. Egal, 3 Punkte sind 3 Punkte. Matanovic gut, auch der eingewechselte Majacak hat hier vernünftig gespielt, definitiv. Remi Vita mit Vorlage und auch wieder vielen Pässen, genauso wie Treu. Sehr zufrieden bin ich, kann ich eigentlich mit allen sein. Gute Arbeit hier. Super klasse war es nicht, weil dann hätten wir ja 4-5-1 gewonnen. Dann hätte ich das sagen können. Aber ich bin ja auch zufrieden mit einem 2-1. Gerade nach dem Niederlage gegen Wiesbaden war das sehr wichtig. Nürnberg-Osnabrück noch 0-3, Karlsruhe-Bochum 0-0, Schalke-Wiesbaden 1-2 und Bremen gesiegt. St. Pauli 2-1 schiebt sich, wie gesagt, damit auf Platz 2. Wir konnten aber jetzt mit weiteren 3 Punkten den Abstand wahren. Allerdings hat Bielefeld ja noch ein Spiel, die können noch
mit 33 Punkten an Bremen vorbeiziehen. Wie geht es weiter in den nächsten Wochen? Weil wir sind eigentlich relativ nah an der Winterpause, glaube ich. Ja, exakt. Wir spielen nächste Woche in Bochum. Das ist der 18.12. Dann ist erstmal Winterpause am 16.01. Also in knappen Monat geht es aber dann schon weiter gegen Holstein Kiel. Also von daher gar nicht viel Päuschen. Bochum ist der nächste Gegner auswärts. Die sind aktuell Sechster. Schauen wir mal, was es wird. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich wie immer, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.